Beschwerdemanagement Best Practice. Bist du bereit für 20 Tipps in 20 Minuten? Okay, herzlich willkommen. Tipp 1. Kotzende soll man nicht füttern. Wenn der Gast auf 180 ist, der Verstand ausgeschaltet ist, dann werden wir mit Logik und mit Argumentation nicht weiterkommen. Aber was passiert uns selbst häufig in kritischen Situationen? Gerade wenn wir uns getriggert fühlen, wenn wir uns angegriffen fühlen. Wir wollen rechtfertigen, wir wollen belehren. Wir wollen das darlegen, sodass der Gast doch bitte Verständnis haben soll. Kotzende soll man nicht füttern. Wir reden uns häufig unnötig um Kopf und Kragen, riskieren dadurch, dass wir die Situation sogar eher noch eskalieren. Und du weißt auch, kennst du aus privaten Situationen, wer sich rechtfertigt, klagt sich an. Gucken wir uns doch an, was die bewährtesten Methoden der erfolgreichsten FBI-Agenten sind. Wie sie in kritischen Situationen mit Geiselnehmern, Terroristen, Kidnappern, wie sie solche Situationen lösen, wie sie deeskalierend einwirken und dafür sorgen, dass ohne Blutvergießen und im Idealfall sogar ohne, dass jemand das Gesicht verliert, wie sie schaffen, dass diese Bösewichte von ihren Forderungen abtreten und eher wieder einknicken und die Situation sich auflöst. Ein wesentlicher Tipp dieser FBI-Agenten ist, Sicherheit und Entscheidungskompetenz ausstrahlen. Und gerade in den schwierigen Momenten fehlt es uns ja häufig an gefühlter Selbstsicherheit und Sicherheit, die wir ausstrahlen. Mein Tipp, fake it until you make it. Wenn wir uns nicht sicher fühlen, dann stellen wir uns so hin, als ob wir uns sicher fühlten. Mit breiten Beinen, souverän. Nicht irgendwelche Verlegenheitsgesten machen oder da zu weit nach unten schauen auf dem PC, sondern souverän dastehen. Auch wenn du diese Berufsgattung vielleicht nicht so sehr magst, aber wir können uns da ein Beispiel an Politikern nehmen. Da siehst du ja, selbst bei den Frauen, die sonst eher dazu tendieren, so Beine über Kreuz mal zu schlagen, dass die mit beiden Beinen sicher auf dem Boden stehen. Und Gäste haben in solchen heiklen Situationen, gerade die, die was fordern, ja häufig so ein bestimmendes und bestimmtes Auftreten. Vielleicht hast du es gemerkt, in dem Wort bestimmt steckt Stimme drin. Also, dass wir da auch Sicherheit durch unsere Stimme zeigen. Mein Tipp ist, übe das an ganz normalen Situationen, damit du das in den heiklen Situationen abrufen kannst. Nächster Punkt der FBI-Agenten. Empathie. Oh ja, in den einfachen Situationen mit den lieben Gästen fällt uns das möglicherweise leicht. Aber in den Situationen, wo wir es eher mit vergleichbaren Kandidaten wie Bösewichten und Terroristen haben, da fällt uns das dann gar nicht mehr so leicht, Verständnis und Empathie zu haben. Wo wir innerlich die Augen rollen und mit uns denken, Moment, das ist aber völlig ungerechtfertigt. Also außerdem stand das in der Reservierungsbestätigung. Und da zeigt sich auch, dass FBI-Agenten Fälle besser lösen, wenn sie empathisch agieren, wenn sie die Perspektive des anderen einnehmen und gewissermaßen Verständnis haben. Das heißt nicht, dass sie die Situation und das Vorgehen von Terrorattacken gutheißen. Aber sie versetzen sich in die Lage des anderen und überlegen sich, okay, wie wird es mir gehen in der Konstellation, in der Situation? Und wenn wir Empathie haben, super, dann so bringen wir das auch bitte zum Ausdruck. Nächster Tipp aber für die Situation, wo du innerlich nicht wirklich Verständnis für aufbringen willst. Du aber trotzdem weißt, oh Gott, jeder Gast möchte sich aber nun mal, oder jeder Mensch, auch die Terroristen, auch die Bösewichte, die möchten sich verstanden fühlen, weil dann lassen sich Situationen besser lösen. Was machen die FBI-Agenten? Sie labeln. Ne, Label, ein Etikett wie ein Weinetikett. Sie labeln den Bösewicht, ihr Gegenüber. Und das können wir auch machen, das Labeln. In den Situationen, wo wir einerseits wissen, okay, wenn der Gast sich verstanden fühlt, wenn er sich wahrgenommen fühlt, dann kommt er auch eher runter. Und andererseits, wo aber unser Herz sagt, oh Mann, dafür habe ich aber kein Verständnis. Und dann labeln wir, und das geht so. Wir sprechen das aus, was der andere empfindet oder denkt. Wenn der Gast verärgert ist oder enttäuscht ist, ob er dazu aus deiner Sicht berechtigt ist oder nicht, sprechen wir genau das aus.
Ich bekomme schon mit, Sie sind verärgert. Da sind Sie enttäuscht. Das hatten Sie sich anders vorgestellt. Wir sprechen also das aus, was er empfindet. Ist kein Schuldeingeständnis. Ist noch nicht mal, wenn man es hart auf hart nimmt, noch nicht mal ein tut mir leid. Aber der Gast fühlt sich wahrgenommen. Und das zahlt darauf ein, dass wir die Situation deeskalieren, dass er leichter runterkommt und dass wir den Fall lösen. Also Empathie und in schwierigen Fällen mindestens mal labeln. Wirkt Wunder, ist total genial. Kannst du privat auch anwenden. Nächster wesentlicher Punkt, auch der FBI-Agenten. Fragen zu stellen. Das hilft uns zum einen in unserer Philosophie, Kotzende soll man nicht füttern. Ja, wenn wir weniger reden, sondern mehr sprechen lassen. Das gelingt uns dadurch, indem wir mehr Fragen stellen. Da muss nämlich der andere reden. Das hilft dir natürlich dabei, dass der sich erstmal auskotzen kann. Und du läufst nicht Gefahr, dass du die falschen Worte benutzt, dass du dich im Kopf und Kragen redest und dass es irgendwie die Eskalationsspirale noch weiter nach oben geht. Also der darf erstmal sein Ventil öffnen. Wir zeigen, wir signalisieren damit eben auch wirklich Interesse. Und darüber hinaus, und das machen die FBI-Agenten auch, kriegen wir Motive, Wünsche, Bedürfnisse raus, die der Gast sonst nicht so gesagt hätte. Die dir dabei helfen können, einen anderen Vorschlag zu machen, der jetzt gerade im ersten Moment gar nicht mehr offensichtlich war. Der Terrorist, der Geiselnehmer, der will vielleicht einerseits ein Lösegeld haben, aber andererseits möchte der auch seine Botschaft verbreiten, möchte vielleicht in den Nachrichten sein. Und das kriegt man eher, das sagt er vielleicht nicht so, aber durch Fragen stellen und indem wir den anderen reden lassen, kriegen wir Motive, Wünsche, Bedürfnisse, nochmal so ein Anliegen raus oder Ziele und die könnt ihr in die Hände spielen, die Situation besser zu lösen. Es zeigt Interesse, du kriegst mehr Lösungsmöglichkeiten, es hilft dir, die Klappe zu halten und dich nicht um Kopf und Kragen zu reden und noch etwas, ganz, ganz entscheidend. Auch dir geht vielleicht in heiklen Momenten wirklich die Pumpe. Du wirst kurzatmiger, dein Gehirn wird unterversorgt mit Sauerstoff und kannst nicht mehr so klug agieren oder formulieren, nicht mehr so gut denken. Deshalb Fragen stellen, Interesse zu zeigen, Ventil für den anderen zu öffnen und durchzuatmen. Du wirst bessere Ergebnisse erzielen. Ein weiterer Vorteil beim Fragen stellen ist der sogenannte IKEA-Effekt. Ist tatsächlich von Wissenschaftlern so benannt worden. Das ist ein anerkanntes Phänomen. Bei IKEA weißt du, man baut die Regale selbst auf. Also man legt selbst Hand an und hat Einfluss auf das Ergebnis. Und das können wir auch machen in der Kommunikation und im Handeln von kritischen Situationen. Den anderen mit ins Boot holen. Ihn an der Lösungsfindung, am fertig aufgebauten Regal nachher, teilhaben zu lassen. Das heißt, ihn ins Boot holen, ihn zu befragen, was aus seiner Sicht eine gute, sinnvolle, alternative Vorgehensweise wäre. IKEA-Effekt, sehr, sehr wirksam. In der Wissenschaft und in der Psychologie hat man herausgefunden, dass der andere das Ergebnis mehr mitträgt und mehr dahinter steht, weniger nachher diskutiert. Und für uns heißt das natürlich auch weniger fordert, weniger Rabatt fordert, weil er sich eher mit der Lösung, an der er selbst beteiligt war, zufrieden gibt. Das brauchen wir natürlich auch. IKEA-Effekt durch Fragen stellen. Was hast du gesagt? Was ist, wenn der Gast jetzt so viel fordert, was unangemessen ist? Verstehe. Zwei Punkte dazu. Punkt 1 ist, die Erfahrung zeigt, von den Leuten, die das machen, die sich trauen, die sich einen Ruck geben, die eher mal dem Gast die Frage stellen, unter welchen Umständen wären sie denn bereit? Was können wir tun, um ihn heute Abend noch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und so etwas. Da zeigt die Erfahrung, dass der Gast häufig weniger einfordert, als wir bereit gewesen wären zu geben. Das ist Punkt 1. Also give it a try, mach es, probier es. Punkt 2 ist, ich gebe dir noch ein paar Zauberworte mit an die Hand, dass wenn du merkst, die Forderungen sind zu groß, dass du das nochmal mit Worten beeinflussen kannst. Zum Beispiel so etwas wie, was wäre denn aus Ihrer Sicht noch eine annehmbare Lösung? Annehmbar heißt nicht, oh, total geil, der geht super happy raus. Das kriegen wir manchmal nicht hin und muss auch nicht in jeder Situation unser Anspruch sein.
Annehmbar hat sowieso noch eine schöne Doppeldeutigkeit. Man gibt etwas, eine Lösung, und der andere nimmt es an. Was wäre denn noch eine annehmbare Lösung? Ein ähnliches Zauberwort ist tragbar. Was wäre denn sonst noch eine tragbare Lösung? Man trägt es mit. Passt so ein bisschen zum IKEA-Effekt. Akzeptabel ist auch noch ein schönes Wort. Heißt jetzt nicht, lieber Gast, hier spielen wir Wünsch dir was, such dir die Lösung aus, die du gern hättest. Aber akzeptabel ist so, ja, ist okay, ist ein Kompromiss. Was hast du? Wenn der Gast sich was wünscht, was du gerade nicht liefern kannst, so ein anderes Zimmer, während du ausgebucht bist? Verstehe. Dann packst du diesen Part mit in die Frage. Du kapselst das, du klammerst das aus. Sowas wie, lieber Gast, jetzt, was können wir Ihnen heute noch Gutes tun? Womit können wir Ihnen heute noch eine kleine Freude machen? Auch wenn wir heute ausgebucht sind und kein anderes Zimmer mehr zur Verfügung haben. Ja, du packst das mit in die Frage, sodass diese Antwort gar nicht mehr so stark kommen kann. Worauf die FBI-Agenten noch achten, ist die Körpersprache. Und zwar nicht nur die eigene, wie bei der Sicherheit, die sie ausstrahlen, sondern sie gucken, wie verändert sich denn die Körpersprache des anderen? Also in welchen Momenten, wenn er was sagt oder fordert oder wenn er dir zuhört, verändert sich denn die Körpersprache? Wenn er vorher vielleicht noch verschlossen war, bitte nicht überinterpretieren, wir sitzen alle manchmal so, wenn uns kalt ist oder bequem ist. Aber in welchen Momenten hat sich die Körpersprache plötzlich geöffnet? Oder wenn du was gesagt hast, wo hat er sich nach vorne gebeugt oder so? Also da noch mehr Wahrnehmung zu haben, das hilft dir dann, leichter einen Weg zu finden, für den der Gast offener ist. Und Fettnäpfchen zu vermeiden, wenn du merkst, oh, das ist gerade nicht das Lieblingsthema oder die bevorzugte Vorgehensweise. In Bezug auf Körpersprache noch, gerade in schwierigen Situationen, an der Rezeption zum Beispiel, ist es ja so, man verbarrikadiert sich auch gern so hinter seinem Tresen. Das gibt einem so eine gefühlte Sicherheit. Dient aber nicht gerade, leichter aus der Situation rauszukommen und der Gast fühlt sich dadurch nicht besser, wenn er merkt, da ist was zwischen euch und du versteckst dich auch noch dahinter. Also schön ist es, rumzukommen, auch wenn es intuitiv nicht so das Erste ist, was man machen würde. Aber es hilft. Wir bauen Barrieren ab und es ist einfach eine Geste. Ich komme rum, ich komme zuvor, ich komme auf dich zu, ich komme dir entgegen. Und was du dann noch machen kannst, ich sage immer, im Sitzen lässt sich nicht so gut schreien. Ich weiß, Situationen sind unterschiedlich. Manchmal musst du den Empfang weiterhin besetzt halten, weil die Schlange da ist. Ich habe es ja gerade selber gesagt. Ich weiß aber auch, es gibt andere Situationen, wo dir das möglich ist, dass du dich mit dem Gast setzt. Weil, ja, im Stehen ist Energie, da schreit er, da fordert er mehr. Im Sitzen ist man ruhiger. Und wenn dir das hilft, dass der andere nicht mehr so fordernd ist, dann solltest du das tun. Außerdem hilft es dir da, wo ich gerade sagte, Körpersprache, dein Gegenüber zu spiegeln. Schau, von der Evolution her, vor Millionen von Jahren, da hatten wir noch keine entwickelte Sprache. Aber wir waren natürlich darauf angewiesen, schnell innerhalb von Bruchteilen von Sekunden zu erkennen, Freund oder Feind, gut oder böse. Und das haben wir unterbewusst gemacht, wie wir es heute auch noch machen. Diejenigen, die uns ähnlich sind, das waren die Guten. Die sind ja so wie wir. Und die anderen, das waren die Bösen. Und vor allem erkennen wir das am Auftreten, an der Haltung, an der Gestik, an der Mimik. Wie artikulieren wir uns? Wie sprechen wir? Was machen wir für Geräusche? Also damals, heute ja vielleicht auch noch, aber heute haben wir ja entwickelte Sprache. Und wenn wir da unser Gegenüber spiegeln, merkt er, ey, der ist ja gar nicht so viel anders als wir. Der ist ja so ein bisschen so wie ich. Der ist okay. Das ist ein ganz, ganz elementares Werkzeug. Du merkst es, wenn frisch verliebte Pärchen im Café irgendwo sitzen. Die spiegeln sich, die sitzen häufig so, genau so irgendwie gegenüber. Menschen, die sich sympathisch sind, spiegeln sich. Und das Coole ist, andersrum funktioniert es genauso. Wenn man sich spiegelt, ist man sich in der Konsequenz sympathischer und harmonischer. Und genau das brauchen wir in diesen Momenten. Körpersprache, den anderen wahrzunehmen, Barrieren abbauen und sein Gegenüber zu spiegeln, um mehr Sympathie und Harmonie aufzubauen. Noch ein Tipp. Kennst du diese Snickers-Werbung? Du bist nicht du, wenn du Hunger hast. Okay, wer von euch Vollpfosten hat mein Deo geklaut? Kann man dir riechen wie du? Wer möchte das nicht? Hallo, wer? Klappe, Stinker. Tim?
Ist ein Snickers. Wieso? Immer wenn du hungrig bist, wirst du zur Diva. Besser? Besser. Also, im Restaurant vielleicht ein bisschen ungünstig, weil da geht es eh um Speisen. Aber im Beschwerdefall, gerade wenn man sich irgendwie hinsetzt mit jemandem, bietet man ja gerne mal einen Kaffee oder ein Wasser oder sowas an. Alles gut. Aber wissenschaftliche Untersuchungen, und zwar zig Untersuchungen, haben immer wieder gezeigt, und du brauchst dafür gar keine wissenschaftliche Untersuchung, du musst nur dein eigenes Verhalten beobachten, wenn du hungrig bist. Wie zugänglich bist du dann noch? Wie entspannt, wie geduldig bist du dann noch? Wenn wir unterzuckert sind, können wir nicht gut performen. Und dann sind wir ja ungeduldiger und auch unversöhnlicher. Vielleicht noch fragen, was er trinken möchte, aber einen kleinen Snack würde ich ungefragt hinstellen. Wenn der hungrig ist und unterzuckert ist, wirst du die Situation, wenn es heiß hergeht, nicht lösen. Keine Chance. Aber wenn da ein paar Kekse stehen, ein paar Chips, ein Stück Kuchen, je nach Uhrzeit, und man sich einfach was nimmt, wo es leicht fällt, sich kurz was zu nehmen, wirst du die Situation besser lösen können. Noch ein Punkt. Boah, du siehst, wir haben richtig, richtig viele Tipps. Weg von den Floskeln. Gäste, die sich bei dir beschwert haben, die haben sich in anderen Häusern auch schon mal beschwert. Nicht nur in den letzten paar Wochen, sondern in den letzten paar Jahren oder Jahrzehnten. Was dann häufig passiert in unserer Branche, es kommt eine standardmäßige Floskel. Das an sich ginge ja vielleicht noch, wenn der Tonfall nicht ebenso runtergeleiert wäre. Das kommt häufig automatisch, weil du hast es schon häufig gesagt, es ist so ein Standardprogramm, was man abspult. Und dann klingt das auch so wie eine Floskel. Und üblicherweise in der Beschwerde lautet die Floskel wie? Genau. Und vielen Dank nochmal für Ihr Feedback. Das hilft uns natürlich, unseren Service und unsere Qualität, bla 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 bla. Das hat der Gast schon irre mal gehört und gelesen. Also guck, dass du dich anders artikulierst. Meine Empfehlung, weg von vielen Dank und von diesem floskelartigen Ton hin zu einer Wertschätzung und Anerkennung. Schau, beim Dank, dann hast du bist im Vorteil. Der andere hat dir was gegeben, ein Feedback oder sowas. Du bist jetzt im Vorteil und sagst vielen Dank. Bei einer Anerkennung brauchst du nichts erhalten haben, auch unter dem Kollegium, ja, kannst du einfach mal jemanden wertschätzen. Dessen Leistung, dessen Performance, dessen Stärken. Und hier in der Beschwerdesituation auch. Nicht vielen Dank, sondern das finde ich klasse von Ihnen, dass Sie persönlich zu mir kommen. Dass Sie rechtzeitig mir einen Hinweis geben. Zeit ist unser wertvollstes Gut, das rechne ich Ihnen hoch an, dass Sie sich hier die Zeit nehmen für so ein Gespräch und nicht nur sagen, was schiefgelaufen ist, sondern auch einen konstruktiven Vorschlag machen. Ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Heb ihn in einen anderen Status, dass er besser ist als die Masse. Und wenn du das zum Ende des Gespräches machst, der letzte Eindruck bleibt, dann geht der da so raus, ne? Oh, diese Mitarbeiterin, dieser Mitarbeiter, der hat erkannt, dass ich ein toller Hecht bin. Du kannst vielleicht die Situation nicht lösen, aber du kannst die Kommunikation beeinflussen und hast Einfluss darauf, mit welchen Gefühlen er aus diesem Gespräch mit dem letzten Eindruck rausgeht. Also Anerkennung statt vielen Dank für Floskeln haben wir häufig auch noch. Ja, und wir entschuldigen uns auch dafür. Also Achtung bei Entschuldigen, du bist nicht für alles schuld und du musst dich auch nicht für alles und jeden Kram entschuldigen. Weißt du, du nimmst ja auch eine Bürde auf dich und machst dich immer kleiner und das bringt dich in eine schlechtere Ausgangssituation für das, was danach kommt. Und häufig sagt man auch, wir entschuldigen, wer ist wir? Also, wenn es dir leid tut zum Beispiel, ja, dann sag, dass es dir leid tut und nicht uns. Beim Entschuldigen, ich meine, alleine von der Sprache her, das Wort entschuldigen. So wie du ein Ticket hast und du gibst es beim Kino oder beim Konzert ab, das wird dann entwertet. Wer kann denn entschuldigen? Kannst du das? Oder kann das eigentlich nur der Gast? Wenn du tatsächlich Schuld hattest, dann kann nur der Gast dich entschuldigen. Das heißt also, du kannst um Entschuldigung bitten, aber du kannst dich eigentlich nicht selbst entschuldigen. Wenn du dich erinnerst, Ostern 2021, Kanzlerin Merkel wollte die Osterruhetage haben und da gab es großes Aufruhr und sie hat das wieder rückgängig gemacht und dann waren ihre Worte nicht, dass sie sich dafür entschuldigt, sondern sie hat um Verzeihung gebeten. Und dann obliegt es nämlich dem anderen, ob er
dem nachkommt. So wie, dass er dich entschuldigt oder dir eben verzeiht. Das ist einfach eine schönere Geste. Und dann kommen wir auch raus aus diesem Floskelartigen und wir entschuldigen uns auch dafür. Nein, du bittest um Entschuldigung. So ziemlich zum Schluss noch ein Tipp. Tendenziell eher so für den Service, fürs Restaurant. Typische Gastsituation, ne? Du gehst zum Tisch, fragst, natürlich machst du das jetzt nicht so schlecht, wie ich das sage, aber Tenor, und hat es geschmeckt, war alles in Ordnung. Und der Gast sagt dann sowas wie, nö, war überhaupt nicht meins, hat nicht geschmeckt. Dann passiert es für meine Wahrnehmung, vielleicht sehe ich es ein bisschen zu kritisch, aber für meine Wahrnehmung, was ich so beobachte, ein bisschen zu häufig, dass dann ein bisschen zu schnell und aus der Pistole geschossen kommt, wieso, was war denn nicht in Ordnung? So ein bisschen so, na, erklär doch mal. Also damit geben wir uns hier nicht zufrieden. Und das ist so die Tendenz von Druck erzeugt Gegendruck, Angriff und Verteidigung. Und dass es gar nicht so sehr um das Wohlbefinden des Gastes geht, sondern eher jetzt um, wer hat die Diskussion gewonnen. Manchmal. Und wenn nicht du derjenige bist, der das so macht, dann hast du es vielleicht mal erlebt, als du Gast warst. Ich auf jeden Fall. Und daher empfiehlt es sich, bevor du die Frage stellst, was nicht in Ordnung war, ihm einen kleinen Nutzen mitgibst. Ihm erklärst, warum du die Frage stellst. Zu seinem Vorteil. Und das machst du zum Beispiel, indem du einen Halbsatz voranstellst, eingeleitet mit damit. Sowas wie, damit ich der Küche direkt auch eine Rückmeldung geben kann. Sagen Sie gerade, was war nicht in Ordnung? Dann ist es plötzlich nicht mehr gegeneinander, du gegen ihn und jetzt muss er sich mal erklären, sondern ihr gemeinsam arbeitet jetzt daran, dass der Küche eine vernünftige Rückmeldung gegeben werden kann. Lieber Herr Gast, wenn ich jetzt mit den Tellern zurück in die Küche gehe und der Küchenchef sieht das, der fragt mich sofort, was denn da nicht in Ordnung war. Was darf ich dem denn ausrichten? Ja, verbrüdere dich, verbünde dich da mit dem Gast, sodass er auch eine gute Erklärung geben kann. Und wenn das nichts ist, wo du nicht irgendwie was wieder gut machen möchtest oder musst, okay, ja, dann ist es in Ordnung. Aber frag ihn doch so, dass er nicht den Eindruck hat, oh, hier muss ich mich rechtfertigen, hier muss ich mich jetzt plötzlich verteidigen und beweisen, dass irgendwas nicht in Ordnung war. Also damit ist eine gute Sache bei einer Beschwerde. Wir haben ja schon mal über Fragen gesprochen und da im ersten Part ging es eher so um diese lösungsorientierten Fragen. Was können wir denn tun, damit wir ihm noch ein Lächeln ins Gesicht zaubern, dass der Rest des Abends oder der Rest des Aufenthalts trotzdem noch schön wird. Und hier ist der Moment der problemorientierten Fragen. Wir wollen wissen, was nicht in Ordnung war, machen das aber auf eine gastorientierte und charmante Art und Weise. Bonustipp für dich, wenn es heiß hergeht, wenn du angegriffen wirst, wenn du persönlich beleidigt wirst. Oscar Wilde hat einmal gesagt, Fragen sind nie indiskret. Antworten sind es zuweilen. Und deshalb ist immer ganz gut, wenn man in der Kommunikation eher Fragen stellt. Ja, du kennst den Spruch, wer fragt, der führt. Und weniger redet und argumentiert. Und wenn du jetzt einen Angriff bekommst, sowas wie, ah, sind Sie zu blöd, diesen Check-in zu machen? Haben Sie überhaupt den Beruf gelernt? Können Sie nicht mal? Oh, wenn du dich da getriggert fühlst. Und dann passiert das ja häufig, dass man dann zurückschießt. Aber es dient der Situation nicht. Und etwas lächerlich finde ich auch so, ja, ich bitte Sie schon jetzt an. Wirkt nicht souverän. Entscheidend ist, dass du ein souveränes Auftreten hast und dass der Gast, dass dem mal kurz gespiegelt wird, deshalb eine Frage stellen, was hier eigentlich gerade passiert oder wie er gerade mit dir umgegangen ist. Und wenn du persönliche Beleidigungen und Angriffe bekommst, sind sie zu dumm zu, können sie nicht einmal das und das, dann hat sich da bewährt, das zu spiegeln und eine Frage zu stellen. Sowas wie in einem souveränen Tonfall. Oh, das war beleidigend. Wollten Sie das? Das war verletzend. War das Ihr Ziel? Oh, das war unter der Gürtellinie. War das beabsichtigt? Was wird der Gast da sagen? Der wird sagen, nein, das wollte ich natürlich nicht, aber wissen Sie, ich stehe hier 10 Minuten. Okay, gut. Kann ich nachvollziehen und Sie können vermutlich auch nachvollziehen, dass wir weiterhin respektvoll behandelt werden möchten. Weißt du, dann ist das geklärt. Also, das waren eine Menge Tipps. Schau, dass du was anwendest. Und ein Hinweis noch, Anerkennung zollen. Da musst du nicht auf schlechte Situationen oder auf Beschwerden warten. Das kannst du auch in guten Situationen, in allgemeinen Situationen. Auch privat und im betrieblichen Umfeld
auch abteilungsübergreifend oder mal nach oben. Denn wie viel Anerkennung und von wem bekommt dein Vorgesetzter, dein Chef Anerkennung? Viel Erfolg!